Warum wirfst du die immer so weit? Warum immer mit Gewalt? Was soll denn das? Wir stellen die da mal rauf, hier die Kugel. Ich mache mal ganz kurz Pause. So, dann tigern wir hier mal. Habe ich die schon angeschrien? Ich weiß nicht, doppelt hält besser. Sehr praktisch. Ja, Moment. Das müssen wir doch auf alle Fälle rüberziehen. Da hinten. Aber was ist hier denn? Das sieht so aus wie No Point of No Return. Ihr treut mich doch alle, oder? Die Kugel da ist doch verbraucht, ne? Quatsch, hier mitnehmen. Da komme ich doch aber nie mit durch. Da komme ich nicht rüber. Da will ich auch gar nicht hin. Eigentlich. Obwohl, das passt hier gut rein. Aber nee. Aber das kriege ich doch niemals da hinten mit rein. Was mache ich denn damit hier? Und warum ist die Tür zu? Das finde ich ja noch viel blöder. Alles klar. Ja, dann stellen wir es erstmal ab. Ey, wie mich dieses Spiel trollt. Was mache ich denn mit dir? Ja, es glitzert, ist klar, aber ich hätte dich ganz gerne irgendwo anders hin. Eigentlich würde ich dich ganz gerne rüber den Raum ziehen. Also hier kommen wir damit niemals durch. Waren wir hier nicht schon? Ich weiß nicht. Alles klar, ich weiß, was ich damit mache. Es geht ja gar nichts anderes. Okay. Einmal M geköpft, ey. Das sieht auch so aus, als Künstler hier einen Augenblick zugehen. Aha, okay. Nur dafür haben wir es gebraucht. Dann schleppen wir ja mal mit weiter. Multifunktionskugel, eine Mufuku. Halt bitte. Okay, neuer Raum. Ja, wenn die da nicht mal nicht reingehört. Nicht, Junge. Mach doch mal vorsichtiger hier. Krieg ich die eigentlich auch ablegen? Ja, okay. Immerhin. Geht. Irgendwie. Hey, das wird so nicht sein. Ah, da wird's sein. Da machen wir es mal rauf. Cool, Fahrstuhl. Okay, Würfel. Wo musst du durchgucken? Jetzt landet die Kugel doch auf dem Würfel. Jetzt geht er der Fahrstuhl wieder nach unten, oder nicht? Nee. Aber der da hinten ist runtergegangen. Okay. Gut. Schauen wir mal.
Ich weiß noch nie, was ich... Ich habe so viele Baustellen gerade gleichzeitig hier. Ah ja. Nein, runter. Ja, runter. So, sehr schön. Okay, wo kommen wir denn mit dir mal irgendwo hin? Gucken wir uns mal um. Ja. Okay. Hier kommen wir noch her, ne? Ja. Ne, die Treppe runter. Obwohl es keine Treppe ist, eine Rampe. Was ist denn... Wo... Von da bin ich gekommen, ne? Mhm. Okay. Weil die Kugel da sieht auch schon ein bisschen... die Mofuku. Die Kugel da sieht auch schon ein bisschen kaputt aus. Was haben wir denn hier? Da muss sie wohl rein. Geschoben werden und... Das Ding wird runter, wenn ich das Ding anschreien konnte. Und das Ding kann ich in der Regel erst dann anschreien, wenn ich irgendwie mit Tag und Nacht gespielt habe. Oder so ist es doch, ne? Häufig. So. Jetzt gibt es hier gar nicht mehr so viele Alternativen. Was mit der Tür hier? Gar nichts, ne? Die geht einfach stumpf nicht auf. Aber ich kann hier hochkommen. Wieder. Aus irgendeinem Grund ist es wichtig, dass ich hier nochmal hochkomme. Warum? Was soll ich denn hier machen? Es geht ja auch noch höher eigentlich. Schieben wir die da mal eben rauf. Mal gucken, vielleicht bringt das ja schon was. Ich will die einfach mal hier abstellen. Hier ist ja auch so ein Symbol drauf. Ja, das ist doch schon mal was. Ypsilon. Ah. Aha. Cool. Nicht kaputt machen. Okay, das ist unser Roboterkopf. Jetzt brauchen wir noch Beine. Na, guckst du dich um? Da guckst du, was? Achso, ich kann mich wieder bewegen. Guten Tag. Das hat ein Eigenleben. Ich müsste es jetzt eigentlich mal weiterschieben. Kann ich mit dir irgendwas machen, wenn ich dich anschreie? Nee, aber wir können nicht mal weiterziehen eben, ne? Ah, alles klar. Hey, mein Freund, bleib hier. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, Foto. Jetzt aber eilig. Sie arbeiten viel mit Messing hier. Für mich sieht das mehr aus wie Messing als Gold. Ach
Hier sind wir. Ja, doch klar, hier waren wir schon. Und da sind wir doch irgendwie durch diese eine Tür da gegangen. Durch... Keine Ahnung. Wahrscheinlich die unter mir hier. Okay, hier kriegst du irgendwie jetzt deine Beine. Na, da guckst du, ne? Du freust dich aber wieder, ne? Na, komm mit. Das ist ja einfach. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ach, nee, das habe ich mir so vor, habe ich so mir vorgestellt. Das wird hier ein Montageband. Und hiermit muss ich jetzt aber irgendwas machen können. Ja, es leuchtet hier noch. Wir können es irgendwo anders hinschieben. Wohin? Keine Ahnung, wir haben hier erstmal haben wir hier eine Kugel. Die nehmen wir uns mal mit. Kann nicht schaden. Weil die brauchen wir, um irgendwas zu aktivieren hier. Ist die Frage was? Wir könnten die Kugel ja mal hier raufpacken. Vielleicht geht das ja. Nicht so richtig. Dann könnten wir... Auch nicht. Dann legen wir die Kugel mal ab hier. Und schnappen uns das mal. Jetzt nicht die Kugel da oben fallen lassen und ziehen wir mal hier hin. Ob das schon reicht? Das reicht. Sehr gut. Was machen wir mit dir? Bist du wieder Fahrstuhl? Du bist bestimmt wieder Fahrstuhl oder sowas, ne? Und wie du Fahrstuhl bist. Dann holen wir uns erst die Kugel und gehen damit rüber. Am Sliden eben war. Nimm mit. Trau dich. So. Ist überhaupt Mikro an? Aufnahme läuft? Ja. Immer diese Unsicherheiten. Was passiert? Bingo. Was passiert den Besten der Besten? Der Zwerg-Tube hatte jetzt auch 4 Folgen ohne Ton. Okay. Ich sag The Residents. Falls jemand die Band kennt. Nicht so schüchtern. Nicht in die Hose machen. Was war der eben? Swinging? Ist das ein weiblicher Roboter, der singt? Jo, hier hätte ich ganz gerne noch so einen Würfel. Den Würfel hätte ich ganz gerne hier noch. Das lässt sich aber einrichten. Das lässt sich einrichten, den Würfel hier reinzuschieben. Nee, nee, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Würfel! Wir sind... Noch nicht fertig. Saug mich jetzt nicht auf. Hey. Nix, hey. Tür. Ja, okay, die Tür. Ja, da wollte ich doch auch gerade... Ne? Ja, das große muss durch die Tür, große Tür. Ist logisch. So, also zackig. Könntest du mal herkommen? Können Sie sich da nicht raufstellen? Kriegt denn den Würfel nach oben?
Wie kriege ich denn da den Würfel nach oben? Ich wusste nicht, dass der mir hinterherläuft. Das finde ich ja noch viel cooler. Ich dachte, ich hau die Kugel da auf die Platte, vielleicht passiert da was. Das ist ja schön gemacht. Aber die Musik ist auch gerade so nett. Das ist echt zum Entspannen. Ja, nicht mehr. Eben der Kugel, genau. Weil sie auch so hell leuchtet. Wie geht's dir dann, Freund? Ich hoffe, da sind noch mehr. Na komm, das schaffst du. Wir nehmen nochmal so eine Kugel mit. Kann nicht schaden. Vielleicht keine schlechte Idee. Füchse, Pilze, Kugeln, alles gehabt. Ich weiß Bescheid. Hier ist es schon gut, aber wie komme ich denn da jetzt rüber? Könntest du. Achso. Ich komme da drüber. Das habe ich aber auch nicht vorher gesehen, ne? Hier ein Frosch. Okay, ich mach die auf. Ich weiß noch nicht wie, aber ich mach die auf. Was ist denn jetzt aus unserem Fuchs geworden? Ist der jetzt ein Frosch geworden? Ah, alles klar. Warum gehst du denn jetzt nicht darüber? Ach so, das ist auch gut. Dankeschön. Muss echt schwierig sein, so zu laufen und die Balance zu halten irgendwie. Na gut, ich laufe ja auch auf zwei Beinen gelegentlich. Aber ich habe einen Hals und einen Oberkörper. Nur mit Bein und Kopf ist schon schwierig. Richtig, da müssen wir ja auch noch hin. Habe ich hier noch irgendwas Wichtiges übersehen? Ja. In der Tür war ich auch noch nicht drin, ne? Ach so, ja, alles klar. Danke. Es ist. Lass mal echt auf, mehr als Bombe von dir. Bombe. Ah, ganz oben. Okay. Ja, und. Und ja.
Also außer, dass ich da jetzt drauf springen kann wahrscheinlich. Ach ja klar, wenn ich das Licht mitnehme, gehen sie alle auf.